Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Tombi 2. Heute der Moment 17.02.2018. Und wir sind hier in dem lustigen Wald. Genau, er war ja versteinert. Jetzt sind wir hier in dem... Oh, da oben ist ja ein Skelett. Wir sind hier in dem komischen Wald, wo es diese Pilze gibt, die so am Smilen sind und so. Aber die möchte ich eigentlich erstmal... Oh, guck mal, der hat jetzt geändert. Ich glaube, wir können da unten rein, oder? Und wie wir da unten rein können. Tja. Ich glaube, wir gehen erstmal nach oben. Ah, da muss man traurig sein. Was mit dem? Gibt es hier drei verschiedene Sachen oder was? Was ist der denn? Der ist nichts oder was? Dann nehme ich erstmal ihn hier. Du hast einen Weinkrampf. Und wie ich einen Weinkrampf habe. So, dann möchte ich gerne jetzt hier rein. Ja, die Tränentür ist offen. Oh, Zwillinge. Wenn du Früchte mit bunter Schale isst, musst du entweder lachen oder weinen. Aber es gibt auf dieser Welt Türen, die man nur lachend oder weinend öffnen kann. Kann man den Powerpilz gut gebrauchen? Nee, dann kann man den Powerpilz gut gebrauchen, denn damit kann man Lach- und Weinkrämpfe kontrollieren. Okay, ich möchte einen Powerpilz. Ist das der, den wir da gesehen haben, der so meh ist? Bunte Früchte. Er hat... Was? Nein, ich habe leider keinen. So, was willst du? Hey, Lach- und Weinkrämpfe sind schlimm, was? Man kann dann so schwer laufen. Also das habe ich bisher noch nicht festgestellt, aber im ersten Teil habe ich das festgestellt. Ich weiß, dass die pinken Früchte einen Krampf beenden können. Ah! Und da die normalen Früchte nie aufhören zu wirken, wenn man läuft, kann man sich immer wieder heilen. Ah, wenn ich einen hätte, könntest du sie haben, aber ich habe keine. Du musst sie selbst suchen. Wirkt er denn jetzt nur einmal? Achso, falls ihr es rumpeln hört oder sowas, dann ist das der Dennis, weil der ist nämlich gerade irgendwie so ein bisschen am Heimwerken. Dein Beinkrampf ist vorbei. Okay, anscheinend dürfen wir den nur einmal benutzen. Okay, da braucht man so einen. Oh, Kiste, guck mal. Zauberwasser. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier nach oben. Ich finde das ganz gut, dass sie sich nicht, also nicht viel bewegen. Oh, eine rote Kiste. Da braucht man so einen, okay. Kann man hier nach... Nee. Okay, da kann man nur diesen komischen Bogen laufen. Schade eigentlich. Da oben braucht man einen zum Weinen, ne? Was ist eigentlich hier mit den... Da möchte ich gerne... Den da... Nein, der da oben hat sich verwandelt. Ich möchte den haben. Okay. So. Wen haben wir denn hier? Leg das hier ab. Was?
schon besser aus. Hm? Oh, ein Kunde. Du hast echt Talent. Ganz nützlich, was? Wenn ein Mensch das tun wollte, bräuchte er einen Haken. Ein Haken? Kommen wir damit an schwer erreichbare Orte? Nein, natürlich nicht. Ja, genau. Ich habe ihn, glaube ich, vor langer Zeit mal hier gesehen. Du kannst mir doch einfach deinen geben, du Horst. Ich weiß nicht mehr. Tja, wenn ihr wollt, könnt ihr gern hier danach suchen. In dem Haus, oder was? Was ist das hier für ein Pfosten eigentlich? Kann man den... Okay. Man kann seine... Die müssen wir mal damit... okay. Also man kann nicht angreifen, wenn wir einen Wein- oder Lachkampf haben. Und den müssen wir wahrscheinlich in den Boden reinhauen. Okay, da war aber irgendwo war noch so einer, oder? Nee, dann möchte ich erstmal... Nein, nein, nein! Ach, du Vollidiot! Wir müssen da hoch. Okay. Ja, aber wenn wir gerade hier sind, wir speichern mal. Der tiefe Wald. Aber wir können, glaube ich, gar nicht da lang. Weil ich glaube, wir werden sterben, wenn wir da lang fliegen. Ich denke mal, da brauchen wir diesen Enterhaken für. Das sieht sehr danach aus, aber ich werde es trotzdem versuchen. Ja. Oh. Okay. Ich glaube, das war extra so. Hier können wir auf jeden Fall nicht weiter. Dann müssen wir wohl diese Pfosten finden, damit wir da die Steine kaputt machen. Aber wir haben ja noch ein paar andere Wege hier zur Wahl gehabt, wo wir lang können. So, hier haben wir noch einen Pfosten. Badaum. Dass ich da nicht vorher drauf gekommen bin. Ja, ich schätze mal, dass das dann der letzte ist, oder? Aber dann gehen wir unten lang? Moment! Ich möchte erstmal da oben lang fliegen. Okay. Ah, da ist noch eine weiße Kiste. Okay, da gibt es aber nicht viel. Hier. Was macht dieser Pilz? Oh! Okay, da muss ich dann doch etwas... Ich muss mir meine Flügel ausziehen. Dafür. Damit ich den kriegen kann. Und zwar das Eichhörnchen-Kostüm. So. Weg damit. Aber das macht uns nichts mehr, ne? Ja, das ist gut. Seltenen Schrimp haben wir jetzt. Das ist schön. So, dann möchte ich jetzt gerne das wieder anziehen. So. Oh. Oh.
Toll, dafür. Na gut, dann fällt halt ins Wasser. Ist dann dadurch der Schreikrampf weg? Nee. Komme ich jetzt hin? Hier unten, okay. Ja, aber das lassen wir dann erstmal so. Ach so. So. Gehen wir trotzdem hier weiter und dann da hinten runter. Na? Bäh! Yes! Okay. Vorsicht! Komm nicht gegen die drei Pfosten, die den Haken schützen. Ah! Da müssen wir aber noch gleich noch da oben rein. Die Kiste wollen wir natürlich auch noch aufmachen. Achso! Ich dachte, das wäre jetzt hinter der Tür. Man kann den Haken an besondere Decken hängen. Hängen vor allem, wie so eine Lampe irgendwie. Dann baumelt man daran vor und zurück und wenn man schnell genug ist, flitzt man einfach weiter. Als wäre die Decke der Boden. Mhm. Was ist das hier? Haken mit links oder nach oben führst du einen Schlagangriff aus. Dann springst du im Pendel. Ich glaube, da sind die falschen Dinger verschlossen. Okay, wir brauchen... Ach genau, wir brauchen ja noch einen lustigen. Nein! Hat der sich vorher verwandelt, der? Komm, mach dich genau. So. Muss ich denn echt dieses Ding bis nach... Ah, er hat bestimmt Gelächter. Springe nach Donglin. Was ist überhaupt mit dir los? Ich kann nicht aufhören zu lachen. Hey, kann man dem nicht irgendwie ein Sandwich oder sowas geben? Was ist überhaupt der blaue Schlüssel? Weil die werden automatisch benutzt, okay. Achso, der blaue Schlüssel ist für die blauen Kisten. Ich bin dumm. Achso, mir wurde auch noch gesagt, und zwar, man bekommt doch noch was bei diesen, fuck, wie hießen die Küken? Die hatten so komische Namen, diese Küken da, die man waschen musste. Wenn man die 10-mal wäscht, dann bekommt man was. Ja, das habe ich bisher noch nicht gemacht, das wollte ich gerne offscreen machen, weil das halt sehr langweilig ist. Aber ich werde es noch tun, wenn ich dran denke. Das nur mal so jetzt hier hingestellt. So, er möchte, was war das denn nochmal? Hier, trocken Fischbrötchen, Kartoffelsandwich. Nicht selbst essen! Okay, ich dachte schon, er wollte es selbst essen. Gut, dann hätten wir das auch. Ich habe aufgehört. Hey, du hast mich gerettet. Du bist gut. Willst du mein Anhänger werden? Für einen Anhänger. Hey, dann kann ich dir von meinen Reisen erzählen. Nee, du lass mal.